Einen schönen Samstagmorgen miteinander. Ich bin heute nach einem Ruhetag in Fribourg, den ich bei Edith und Walter verbracht habe, unterwegs nach Romont. Es ist jetzt kurz nach 9 am Morgen und ich bin schon in Grand Chenef. Und ja, ich genieße es. Es ist super Wetter, die Sonne lacht, die Berge sehen toll aus. Und ich freue mich einfach am Tag, an den Bienen, an den Blumen, an den Bergen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. So, nach einem ziemlich sonnigen und heute sehr warmen Abschnitt bin ich jetzt wieder mal im Wald und das ist so angenehm. Und die Vögel finden es auch und singen hier fleißig, während draußen in der Sonne ist einfach alles still. Es ist einfach zu warm. Das war auf einem Flugplatz, der am Wegrand lag, das gerade ein Flugzeug gestartet. Hier kommt ein kleiner Rastplatz für Pilger, wo leider nichts zu trinken draußen stand, was man bei der Hitze heute gut hätte gebrauchen können. Es gibt immer wieder tolle Ausblicke auf die weite Landschaft, ab und zu mal einen Bach. Und dann treffe ich auch Peter und Winnie wieder, nachdem ich bei Daniel noch einen lecker Brunch genossen habe. Hier quält sich Peter den Berg hoch. Wir können es kaum erwarten und endlich sehen wir Romont vor uns. Und Winnie hat es dann schon mal eilig, das Kloster zu erreichen, wo wir heute übernachten. Das ist das Kloster Fée de Dieu. Und es ist wunderschön hier und wir haben tolle Zimmer und alles ist prima. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.